Aber ich würde es austauschen. Das ist sehr gut. Das wird dir vielleicht den Arsch retten. Das macht, dass Bomben keinen Schaden mehr machen, sondern dich stattdessen heilen. Das heißt, wenn du Schaden genommen hast, kannst du neben dir eine Bombe legen und wirst dann dadurch geheilt. Bombe legen wir oben links, ne? Und du hast jetzt 6 Bomben statt einer. Wenn du eine Bombe legst, um dich zu heilen, musst du dann aber auch in der Explosion stehen. Du hast jetzt ein halbes Herz Schaden gemacht, genommen, aber so die Bomben heilen dich ein ganzes Herz. Also du hast dich jetzt eh mit dem roten Herz geheilt. Na, die meisten Gegner machen nur ein halbes Herz Schaden, aber die Bombe heilen dich dann ein ganzes. Du verstehst? Okay. Oh, die wieder. Kannst du erstmal rauslocken. Und dann da reingehen. Du bist da oben rechts. Kann ich jetzt bomben? Genau. Musst du nicht. Also, wie gesagt, es kann ein ganzes Herz heilen, aber du hast gerade nur ein halbes Schaden. Okay, besonders weil gleich der Boss kommt, lohnt es sich vielleicht doch. Aber geh mal rechts an die Wand. So in die Mitte der Wand. So sollte reichen. Und jetzt liegt hier eine Bombe. Und halt, bleib auf der Bombe. Geheimraum. Woher wusstest du das? Wenn du die Karte öffnest mit Minus, Soll ich da reingehen? kannst du reingehen. Passiert mir das? Nö. Du kriegst eine Pille. Wenn du auf die Karte guckst, dieser Raum ist von 3 anderen Räumen umgeben. Und wenn da so ein freier Raum ist, wo der Woran von. sehe ich denn, wo ich gerade bin? Du bist auf dem Fragezeichen. Drück mal auf Minus. So, das ist die komplette Karte. Und du bist gerade dort, wo Ah, das das ist ein Fragezeichen ist. Fragezeichen. Ah, okay. Und das ist halt von 3 anderen Räumen angegrenzt. Ja, genau. Okay, du kannst die Pille mitnehmen, wenn du willst. Was ist die Pille? Das weiße Ding auf dem Boden. Okay, und jetzt kannst du zum Boss gehen. Wenn ich den Boss besiegen sollte, ne? Ja. Wenn. Dann macht aber erstmal eine Pause, bevor ich ins zweite Level komme. Ja. Gut. Der ist leicht. Also bleib in Bewegung. So mehr als das macht er nicht. Er kommt manchmal aus dem Boden, schießt einmal und geht dann wieder zurück. Aber mehr macht er nicht. Schieß mal den kleinen Gegner. Okay, der kleine Gegner ist besiegt. Stell dich in die Ecke und leg eine Bombe. Übrigens, wenn er so aus dem Boden guckt, statt zu springen, heilt dich sein Schuss, den er dann abschießt. Aber nur den, wenn er so rausguckt.
kannst dich nochmal in die Ecke stellen, um dich zu heilen, wenn du willst. Den Schuss, den er jetzt schießt, heilt dich. Immer wenn er das macht, heilt dich die Explosion. Du hast ihn schon unter die Hälfte. Unter die Hälfte, das ist weniger als ein Viertel. Stell dich in die Explosion. Okay, das hat nicht ganz geklappt. Oh Gott, heil dich. Du hast keine Bomben mehr, also jetzt musst du durchhalten. Du brauchst nur noch so 4 Schüsse. So, hat doch gut geklappt. Ja, das Item gibt... Nein, nicht in die... Sammeln wir erstmal das Item auf. Den Schnolle. Ja. Ich will das Herz. Das gibt dir auch ein Herz. Also, und dann jetzt das Herz. Habe ich es jetzt geschafft? Ja, und jetzt nochmal eine Ebene. Aber erste Level habe ich? Das erste... Also... So, die ersten beiden Level sind ja beide der Keller, weißt du? Und du musst bis zu den Höhlen kommen. Achso, und jetzt muss ich in den das Kellerloch. Ja. Also, wie gesagt, in der zweiten Ebene kommen jetzt genau dieselben Gegner. Also, nur du musst... Schwerer. Nein, nein, das ist genauso schwer. Also, es kommt nichts Schwereres. Also jetzt in das Loch rein. Ja, ja. Also, du wirst keine neuen Gegner treffen. Sondern alles, was du bisher schon kennst. Wahrscheinlich. Es sei denn, es kommt wieder ein seltener Miniboss. Die guten alten Zeiten. Deine Schussrate hat sich verbessert durch den Schnuller. Das heißt, du schießt das einfach öfters. Aber Bomben habe ich nicht mehr, die mich heilen, ne? Nee. Schade, das fand ich ganz gut. Sieht ganz niedlich aus. Lass dich nicht einfach in der Ecke einschwimmen. Also hast du gerade nicht, aber sah knapp ich aus. Dazu, ne? Du kannst. Item? Ja, Itemraum. Hier musst du einen Schlüssel verwenden, aber du hast ja genug. Oh, ja. Sammle das Item nicht auf, wechsel es aus. Das macht, dass du eine Kugel am Bein hast. Und das macht dich langsamer, aber macht, dass du Steine zerschmettern kannst damit. Okay. Item, unten. Das ist gut. Das nehmen wir mit. Das macht, dass deine Schüsse sich aufspalten. Okay. Du kannst die Batterie aufsammeln, dann ist dein Würfel wieder aufgeladen fürs nächste Mal. Also, wenn du Gegner triffst. Schießen deine, fliegen deine Schüsse weiter in zwei Richtungen. Also ist einfach, es macht es einfach einfacher, Gegner zu treffen, besonders in Gruppen. Ist gar keiner da? Wo muss ich hin? Ja, links oder oben? Noch eine Batterie, aber du hast volle Batterie. So. Die Fliege dort tut dir weh, wenn du sie berührst, aber sie mag ihre Scheiße und bleibt dort. Also komm ich wieder raus. Nee, du kannst auch weitergehen. Ach ja. Oh, schwerer Raum. Dieser abgeschlossene Raum ist ein Laden, aber du hast nicht viel Geld. Okay. Du kannst direkt zum Boss gehen.
Ruhig, nicht ins Feuer rennen. Und da ist gar nichts mehr außer das Feuer. Da ist nichts. Okay. So, das schaffst du. Du hast gute Schüsse. Vielleicht schießt der Boss Bomben und heilt dich. Aber wenn er keine Bomben schießt, einfach. Das ist meine beste Chance von dir bis jetzt, ne? Ja. Aber es gibt bessere Items. Also vielleicht bei einem anderen Versuch kriegst du noch was Besseres. Es ist wieder der. Und guck mal, es ist eine leichtere Version. Bleib am besten ganz oben und schieß nach unten. Halt nach unten schießen. Du hast noch fast alle Lebenspunkte. Siehst du, nur noch einer ist übrig. Halt einfach deine Distanz. Und wenn du siehst, dass er in deine Richtung drehst, wechselst du deine Position. Siehst du, es ist wie so Pac-Man, weißt du? Solange du ein bisschen Schaden machst, ich meine, du triffst ihn ja manchmal. Zeit ist ja nicht das Problem. Du schießt die ganze Zeit gegen die Steine. Versuch mal, die Gänge runterzuschießen. Oh, da hast du viel Schaden gemacht. Oh, ich renne so viel. Ich will gar nicht rennen. Du hast ihn fast besiegt. Du hast es geschafft. Du hast alles geschafft, was man schaffen muss. Sind wir durch? Ja, wir sind durch. Ich hole das Herz. Ja! Ganz locker. Easy peasy. Ist das eine Milchtüte oder was? Ja, das gibt dir einen neuen Herzcontainer. Willst du versuchen, noch so weit zu kommen, wie du es schaffst? Ja. Aber es wird nicht mehr weit sein. Soll ich die mitnehmen? Ja, nimm die mit. Also du musst erstmal die Scheiße wegschießen. Achso. Und der Wurm hat überall hingekackt. Wir schaffen es bis zum 10. Level. Okay, jetzt kommen. Jetzt kommen komplett neue Gegner. Sieht auch hübsch aus. Oh, ich habe sogar Angst vor den Regentropfen, echt? Da ist ein Abgrund, das heißt, die können nicht zu dir hin. Aber treffen meine Schüsse? Ja. Deine Schüsse treffen, manchmal. Manchmal schießen sie auch nach oben, also pass auf. Also sie schießen halt nur nach oben, wenn sie nach oben gucken. Was halt nicht so oft ist. Kann ich da rüber? Nee, dafür bräuchtest du eine Bombe, um den Stein wegzumachen. Das sieht schrecklich aus. Okay. Aber hast ja geschafft, was du schaffen musst. Ich hab's aber geschafft. So. Ja. Freut mich. Kann man die Sicht gar nicht so gut sehen. So. Das war auch spannend. Filmst du noch? Ein bisschen. Ich kann das aber später rausschneiden. Oh.